hat wohl jemand nichts mehr zum Naschen. Wie schade. Und hier hat eindeutig jemand zu viel. Das müssen wir dringend ändern. Unsere Challenge kann beginnen. Emma und Betty haben heute Zoff. Aber unsere Challenge sollte alles gerecht entscheiden. Was ist das? Ein Goldbarren? Und Betty hat sicher nicht vor zu teilen. Emma hingegen kriegt einen einfachen Muffin. Aber auch nicht schlecht. Betty schneidet ihr unglaubliches Dessert auf. Das muss doch mehrere tausend Dollar kosten. Wow, echtes Gold. So geht's doch auch, nicht wahr? Jetzt hat Betty auch noch goldenes Make-up. Einfach fabelhaft. Emma will das auch ausprobieren. Aber statt einem Make-up kriegt sie einen Weihnachtsmannbart. Witzig. Tja, vielleicht liegt das Geheimnis in dem Gold an sich? Ich frag mich, was sich unter dem Deckel befindet. Ein Burger, klasse! Ein super Mittagessen. Betty kriegt wieder einmal die noble Variante. Ein Burger mit Diamanten statt Sesam. Dann ist er auch noch so riesig. Emma kann sich sicher sein, dass ihr Burger gut schmeckt. Auch wenn er um einiges kleiner ist. Oh, da ist was zwischen den Zähnen stecken geblieben. Oh, das war gar kein kleines Stückchen. Ups. Und jetzt ist Betty an der Reihe. Dieser Burger muss auf besondere Weise gegessen werden. Aus den Edelsteinen machen wir eine Kette. Wow! Genau so. Und jetzt heißt es Mahlzeit. Und dieser Burger macht alles um sich herum edel. Selbst die Zähne. Oh. Oh, Nutella. Erste Frage, wie soll man aus so einem kleinen Glas mit so einem riesigen Schöpflöffel essen? Emma versucht es. Aber sie muss leider scheitern. Das geht aber auch auf andere Weise. Nicht gerade ästhetisch, dafür aber praktisch und lecker. Und ein Schokoschnurrbart gibt's mit dazu. Wow! Betty kriegt mal wieder etwas Goldenes und Teures. Wie viel Karat hat denn diese Schokolade? Da kann man ja fast erblinden. Betty hat übrigens eine Idee. Sie macht sich neue Ohrringe. Oh, die scheinen ja wie Sterne am Himmel. Emma kriegt mal wieder nichts. Ein Armband aus Bonbons? Naja, nicht gerade der schönste Schmuck. Wow! Eine Schokokrone sieht dagegen viel beeindruckender aus. Wow! Ein Accessoire für eine wahre Königin. Betty, was hältst du von solchen Wundern? Und wenn du keine Lust mehr hast, kannst du die Krone einfach essen.
findet, dass das mit dem Armband auch funktionieren sollte. Aber blöderweise sind das bloß Bonbons. Und Magie ist dagegen hilflos. Pommes sind die perfekte Variante für ein Imbiss. Yeah! Hä? Huh? Betty kriegt Pommes von Chanel. Emma findet stets einen Grund, sich über alles lustig zu machen. Betty versteht diesen Humor ganz und gar nicht. Emma genießt einfach ihre Pommes. Viel mehr kann man von ihr auch nicht erwarten. Klar, die hat auch einen Mordsappetit. Aber sollte man sich deshalb Ketchup direkt in den Mund kippen? Betty hat die Nase voll davon. Emma soll sich sauber machen. Yeah! Und jetzt macht sie sich an ihre Pommes. Oh, wie lecker. Und schon sitzt sie in einem Chanel-Look da. Diese Pommes haben es ja in sich. Habt ihr jemals so einen KitKat gesehen? Dann auch noch in so einer Größe? Aber Emma kriegt mal wieder einen stinknormalen Schokoriegel. Zu blöd. Betty ist das so ziemlich Schnuppe. Sie ist nämlich mit ihrer Menge Schokolade beschäftigt, die auch noch goldfarben ist. Zu blöd nur, dass Gold ganz schön schwer ist. Aha. Also isst sie das Ding Stück für Stück. Aber selbst das Sägen fällt ihr gar nicht einfach. Huch, geschafft. Jetzt kann's endlich losgehen. Guten Appetit. Die Challenge geht weiter. Wieder einmal Schokolade für Emma. Gar nicht wenig. Und Betty kriegt ihr eigenes Porträt. Das ist cool und zur selben Zeit ein bisschen gruselig. Wie soll man sich selbst essen? Emma hätte auch gerne ihr eigenes Porträt. Aber sie findet in dieser Runde auch andere Wege, um Spaß zu haben. Sie malt sich ihr eigenes. Na, sieht doch gut aus, oder? Emma, woher hast du nur all diese Ideen? Jetzt wird's aber Zeit, das Ding zu essen. Schön, lustig und lecker. Was für schöne Kisten. Kommt, wir schauen mal, was da drin ist. Betty hat mal wieder was Unglaubliches. Aber das war doch klar. Wobei, Moment mal. Das übertrifft alle Erwartungen. Mit so viel Geld kann sie sich unendlich viel Schokolade kaufen. Emma hingegen kriegt nur eine Münze. Oh Mann. Wie auch immer. Dann spart sie eben. Mm.
Das ist hier eine Schokomünze. Wow. Klasse. Aber die zweite Hälfte ist im Sparschwein verschwunden. No. Das kann Emma so natürlich nicht lassen. Um an Schokolade zu gelangen, kann sie vieles tun. Wenn nicht alles. Jetzt komm mal her. Njam, 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 njam. Oh. Tada. Hä? Huh? Vielleicht sind diese Scheine ja auch essbar. Ja. Klar doch. Schmecken die sogar? Betty probiert die Dinger mit Vergnügen. Aber Emma kann das so natürlich nicht lassen. Und sie gibt ihrer Freundin einen echten Schein. Oh. Boah, nee, das schmeckt ja gar nicht. Betty hasst es, wenn man sich über sie lustig macht. Aber hier bleibt ihr nichts anderes, als über sich selbst zu lachen. Ups. Yeah. Hat dir das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.